Der SV Grödig hatte es nicht leicht im Unica ÖFB Cup. Gegen den SV Seekirchen sicherte sich der Regionalligist erst in der Verlängerung den Sieg. In der zweiten Runde kam es gegen den LASK zu einer der torreichsten und spannendsten Partien der gesamten Vorrunde. Bei einem Spielstand von 4:4 ging es ins Elfmeterschießen, das der Bundesligist für sich entscheiden konnte. Wie unser Local Hero Umberto Gruber die Cup-Spiele miterlebt hat und was für ihn den SV Grödig so besonders macht, erfahrt ihr jetzt. Hallo Umberto, erzähle uns, wie du den Unica ÖFB Cup erlebt hast. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, wir haben im LASK schon letztes Jahr im Viertelfinale, ganz überraschend ins Viertelfinale gekommen mit dem SV Grödig. Und da haben wir auch schon im LASK gehabt, da haben wir leider auch einen riesen Fight verloren. Und ja, wir wollten unbedingt Revanche das Jahr und das wäre uns auch fast geglückt. Besonders bei die zwei Traumtore, das eine von Peppi Strobl aus über 30 Meter abgezogen und das Freistoßtor vom Roman Wallner ins Kreuzig. Also bei den zwei Tore, da haben wir gedacht, da schaut sicher von oben wer runter und der ist auf unserer Seite. War leider dann nicht so. Neben seiner aktiven Karriere arbeitet der ambitionierte Defensivmann der Salzburger energisch am Abschluss seines Studiums in Sport- und Eventmanagement und ist für das internationale Filmnetzwerk Die Ligen als Production Manager für Österreich tätig. Also ich schreibe gerade meine Bachelor-Thesis an der Privatuniversität Schloss Seeburg in Seekirchen und ich arbeite seit Sommer, also genau seit August 2017 für Die Ligen Österreich. Die Ligen Österreich ist eine Videoproduktionsfirma, die Fußballspiele filmt und Reinen zur Verfügung stellt, um zum Beispiel, wir sind in Österreich tätig für die Tipico Bundesliga und die ÖFB Jugendligen U16 und U18 und wir produzieren dort das Taktikfeed, das heißt Videoanalyse bereiten wir so auf, dass die Analysten dann direkt damit arbeiten können und die Spieler das dann verwenden können. Seit fast zwei Jahren spielt er für den SV Grödig und ist fixer Bestandteil des defensiven Mittelfelds. Trotz der hohen Belastung durch Ausbildung, Beruf und Sport fühlt er sich hier richtig wohl. Ja, ich muss sagen, das Besondere an Grödig ist, es sind jetzt einige Spieler da mit dir, was ich früher schon zusammengespielt habe und die zu meinem engsten Freundeskreis gehören. Und ja, die Mannschaft, dieser Team, wir halten zusammen, wir spielen erfolgreich rundherum. Ist oft nicht so leicht, aber aus verständlichen Gründen. Aber es gibt Leute, die Tag und Nacht für den Verein arbeiten, wie überall, glaube ich, im Amateurbereich. Ohne die war es nicht möglich. Ja, ich glaube, das macht auch den Verein aus, dass Leute da sind, die ein Herzblut da reinstecken. Und für mich persönlich ist es Besondere an dem Verein, dass ich da richtig mit richtig guten Freunden habe, mit denen ich zusammen Fußball spielen kann und mit denen ich jeden Tag arbeiten kann.